Rückblick und Ausblick. Oktober 2023. Israel, Zeitenwende. In all dem, was wir in der letzten Zeit, in den letzten Tagen und Jahren erlebt haben, haben sich die Ereignisse überschlagen. Seit dem Jahr 2020 kommen wir ja praktisch nicht mehr zur Ruhe. Zuerst war es der Gesundheitsbereich, was uns zutiefst betroffen hat, im persönlichen, im privaten, gesellschaftlichen. Dann der Krieg in der Ukraine seit 1,5 Jahren. Aber in dem Moment, wo Israel aufs Tapet kommt, ist das eine Explosion. Denn Israel ist nicht Ukraine. Das ist schlimm genug, was dort passiert, aber wenn in Israel etwas passiert, dann wird das eine Geschichte, die um die Welt geht. Der Staat ist viel, viel zu bedeutend, als dass man einfach sagen könnte, ja, dort passiert eben das. So wie in der Ukraine etwas passiert. Und da hat man ja schon gemerkt, das geht weit. Das betrifft auf einmal schon den ganzen Globus. Und bei Israel ist das noch viel, viel explosiver, weil hier so viel damit verquickt ist. Wir sind hier also bei diesem Staat Israel in einer Zeitenwende angekommen und das, was in Zukunft hier geschehen wird, wird alle massivst betreffen. Es besteht also die große Gefahr eines Dritten Weltkrieges. Um da tiefer hineinzuschürfen, gehen wir wie immer zurück in die Geschichte. Weit zurück, nämlich fast 2000 Jahre. Und Jesus hat das schon angekündigt im Matthäusevangelium Kapitel 24. Ist geschildert, wie Jesus mit seinen Jüngern da am Tempel vorübergeht und die Jünger sagen, wow, schau dir die Gebäude an. Also diese Steine. Und dann kommt ein trockener Satz von Jesus. Hier bleibt nicht ein Stein auf dem anderen. Und das ist ein Schock für die, die das erleben. Und als sie dann auf dem Ölberg oben sind und hinunterblicken auf den Tempelbereich, ist es so, dass die Jünger nur mehr eine Frage haben. Wann? Wann wird das geschehen? Und dann schildert der Heiland die Zukunft. Und diese Zerstörung des Tempels und Jerusalems und die Zerstreuung der Juden in die ganze Welt, das wirkt sich dann so aus, dass hier aufgrund dessen eine Schau von Jesus hier weiter um sich greift, eine Schau, die bis zum Ende der Welt geht. Er verknüpft die Zerstörung Jerusalems mit dem Ende des ganzen Planeten Erde. Und da merkt man schon, da steckt Dynamik drinnen. Da ist Dynamit in dem Ganzen. Aufgrund dessen, was dann tatsächlich passiert ist, ungefähr 40 Jahre später, im Jahr 70 nach Christus, war also alles an Widerstand in dem Gebiet des heutigen Israel im Keim von den Römern erstickt worden. Der ganze Widerstand brach zusammen, der Tempel wurde zerstört und letztendlich war es dann so, dass 70 nach Christus und dann im nächsten Jahrhundert noch einmal, gab es noch einmal einen Aufstand, die Juden wirklich entfernt wurden aus diesem Gebiet. Die einzige Gegend, und damit schauen wir uns die erste Karte an. Die einzige Gegend, wo noch ein bisschen ein Rest zurückblieb, war die Gegend, wo Jesus die meiste Zeit in diesen 3,5 Jahren seines Wirkens herumgegangen ist, nämlich am West- und Nordufer des Sees Genezareth. Was also hier so mit roten Pünktchen ist, hier gab es, wie die Karte sagt, eine jüdische Bevölkerungsmehrheit seit dem 13. Jahrhundert.
Aber an und für sich war sonst das ganze Gebiet, wie man es dann Palästina genannt hat, von Juden praktisch entvölkert. Und sie lebten eben in Europa großteils und immer so in Gruppen, in diversen Städten konzentriert. Und diese Ansammlung, sie blieben also meistens dicht beisammen in diesen Städten, von daher kommt das Wort Ghetto, was heute für viele andere Gruppierungen auch angewandt wird. Nicht in New York gibt es verschiedene Ghettos von den Zuwanderern. Da kamen die Chinesen und da kamen die Italiener und gibt es dieses Ghetto und jenes. Aber ursprünglich war es so, dass also dieses Land Palästina praktisch fast 2000 Jahre von den Juden geleert, entvölkert wurde. Aufgrund dieses Aufstandes damals gegen die Römer. Und im Jahr 1900 herum, ziemlich genau, passierte Folgendes, nämlich durch Theodor Herzl entstand so eine Bewegung, diese Sehnsucht, und der hat die Juden folgendermaßen angesprochen: Überall, wo wir uns verstreut haben und wo wir gewohnt haben, eine Zeit lang ging es gut, dann hat man uns wieder vertrieben. Und dann war es wieder eine Zeit lang dort gut, dann hat man uns von dort wieder vertrieben. Also all die Jahrhunderte hindurch, in diesen 2000 Jahren, erlebt man ganz friedliche Zeiten für die Juden und dann geht es auf einmal wieder massiv los. Und jetzt war der Gedanke, wir Juden haben ja eigentlich kein Land. Wir hätten eins gehabt vor 2000 Jahren, aber das wurde uns ja genommen. Und jetzt kommt die Idee, kehren wir doch wieder dorthin zurück, wo wir vor 2000 Jahren vertrieben worden sind. Heim zum Berg Zion in Jerusalem. Und daher nannte man diese Idee und diese Bewegung Zionismus. Und hier auf dieser Karte sehen wir alles in dieser olivgrünen Farbe, denn vor dem Ersten Weltkrieg gehörte dieses ganze Gebiet den Türken. Die hatten ein riesiges Reich. Also die Türkei heute, das ist ja nur mehr ein winziger Rest vom einstigen türkischen Reich. Die haben die ganze Balkanhalbinsel besessen, ganz Nordafrika. Also das war ein riesiges Reich. Und auch dieses Gebiet von Palästina, das heutige Israel, darum ist alles in derselben Farbe. Und was hier so lila ist, diese zionistische Bewegung hat gesagt, wir hätten gern wieder das Gebiet, die Ausdehnung, wie sie am größten war zur Zeit von David und Salomo. Wenn, dann trägt man gleich dick auf, nicht so wie es am größten war, so hätten wir es gern wieder. Und das wäre also diese Größenordnung, die ist bis heute nicht erreicht. Weil die Grenzen gehen jetzt hier, dieses schwarz punktierte. Und diese Grenzen sind umstritten. Jetzt sehen wir so rote Punkte hier. Und da steht jüdische Siedlungen 1880 bis 1914 gegründet. Also 1914, Beginn des Ersten Weltkrieges. Wie entstehen da jetzt Siedlungen? Es kommen jüdische Siedler und kaufen quadratmeterweise Land den Arabern, den Palästinensern, wie die arabische Bevölkerung von Palästina genannt wird, ab. Also so wie man bei uns eben auch ein Stück Land kauft und sich dann ein Haus draufstellt. Und so haben die praktisch Stück um Stück angekauft, zurückgekauft, wo sie vor 2000 Jahren die Vorfahren vertrieben worden sind. Und da hat sich schon einiges getan. Nicht? Jetzt gibt es schon einige Ortschaften und speziell natürlich um den See Genezareth herum. Hier häuft es sich, auch weil hier eine Eisenbahnverbindung herüberging und über den Hafen Haifa ist diese Siedlungstätigkeit einfacher vorangegangen, weil man mit der Eisenbahn hineinfahren kann. Nach dem Ersten Weltkrieg, das türkische Reich wurde völlig vernichtet und es blieb nur mehr das übrig, was heute die Türkei ist. Das sehen wir hier auf dieser Karte.
Also die Türkei hatte früher das Gebiet von Syrien, Libanon, Jordanien, teilweise Irak, Jerusalem, Ägypten und wenn wir da weitergehen würden, Libyen, Tunesien, Algerien. Also das ganze Gebiet hier und die ganze Balkanhalbinsel mit Rumänien, Bulgarien, Griechenland und so weiter. Und jetzt bleibt das übrig. Ja, was machen wir jetzt mit dem, was erobert worden ist von anderen Mächten? Was hier so lila ist, wurde französisches Verwaltungsgebiet. Und was hier so rosarot ist, also der Irak, Jordanien, das heutige Israel, britisches Verwaltungsgebiet. Und das ist jetzt wesentlich. Weil jetzt sind nicht mehr die Türken, die hier die Herrschaft haben, die die Besatzer sind, sondern die Briten in Israel. Und die haben den Juden eine völlig freie Hand gegeben, was die Besiedlung betrifft, die neuerliche. Es sind also nicht mehr die Türken, die die Hand drauf halten, sondern jetzt die Briten. Und das hat dazu geführt, dass immer mehr und immer mehr eingewandert sind. Und die nächste Karte, die wir hier sehen, da steht der Nahe Osten 1923 bis 1948. Das ist also jetzt sogenanntes britisches Mandatsgebiet. Ist wie eine Kolonie gewissermaßen. Sie verwalten das, besetzen es, sind die Chefs. Und sie verwalten es so, dass immer mehr und immer noch mehr und noch mehr Juden zuwandern, so wie das schon unter den Türken ein bisschen geschehen ist, aber jetzt in einem viel größeren Ausmaß. Ja, und dann kommt der Zweite Weltkrieg. Ich habe einen Missionar kennengelernt, der wohnte hier im Libanon und in Israel in der Zwischenkriegszeit von 1930 bis 1939. Und er hat mir das persönlich erzählt, wie das war am 1. September 1939. Da begann der Zweite Weltkrieg. Er war Deutscher und es ist britisches Mandatsgebiet. Und auf einmal gibt es Krieg zwischen Deutschland und Großbritannien. Jetzt ist er ein Feind. Von einem Tag auf den anderen. Und das hat sich so ausgewirkt, dass man ihm klargemacht hat, wenn du nicht schnell gehst, landest du im Gefängnis. Und er hat mir mit Tränen in den Augen geschildert, das war also ein Mann, der hatte mehrere Doktortitel und insgesamt 7 Berufe. Aber das waren alles solche Berufe, wo die meisten von uns nicht einmal einen davon schaffen in ihrem Leben, das zu erreichen. Also das war ein ganz ein außergewöhnlicher Mensch. Und er hatte dort sich eine Bibliothek aufgebaut, gesagt, und mit 2 Koffern sind wir gegangen. Gegangen ist gut, geflohen, so schnell wir konnten. Noch rauf auf ein Schiff und weg, bevor man inhaftiert wird. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist jetzt dieses britische Gebiet eins, das zu bröckeln beginnt und man merkt, die Briten werden sich hier langsam zurückziehen. Ja, wie schaut es dann aus in Zukunft? Nicht, wenn die Briten gehen, jetzt sind so und so viele Juden da, das Palästinensergebiet ist kleiner geworden. Ja, was passiert jetzt da? Jetzt gibt es ja beide. Die Araber und die Juden, wie teilen wir das jetzt auf? Denn die Siedlungstätigkeit, die war ja ganz wild. Das heißt, dort einmal, da einmal, wo ein Land war, das ihnen gefallen hat. So wie man halt heute auch sagt, ah, da kaufe ich mir ein Stück Land. Und jetzt ging das so ineinander und durcheinander. Und die Palästinenser haben sich jetzt Hoffnungen gemacht, wenn die Engländer gehen, dann kriegen wir einen Staat. Einen Palästinenserstaat. Und die Briten haben gesagt, kriegt ihr. Und die Juden haben die Hoffnung gehabt, wenn die Briten gehen, kriegen wir einen Staat. Und die Briten haben ihnen die Hoffnung gemacht, kriegt ihr. Und als dann die Briten gingen, war es für beide klar, für die Palästinenser wie für die Juden, wir bekommen einen Staat. Ja, nur wie schaut der jetzt aus?
Und das, was die Briten als Vorschlag hinterlassen haben, wirkt sehr seltsam. Nämlich, das sehen wir auf dieser Karte. Da haben wir also das heutige Israel. Was grün ist, kriegen die Palästinenser. Und was gelb ist, kriegen die Juden. Habt ihr schon einmal so eine Staatsfläche gesehen, die so ausschaut? Das ist, hier gibt es eine Mini-Verbindung, da ist sie durchbrochen. Und die Gelben, also die Juden, haben hier gar keine Verbindung in den Süden. Also damit war der Konflikt geboren, wenn du das so aufteilst. Für die Palästinenser war klar, wir haben zu wenig von der Fläche. Und für die Juden war klar, wir haben zu wenig von der Fläche. Ja, was ist dann die Folge? Wenn beide den Eindruck haben, es ist zu wenig, es gibt Krieg. Und dieser Krieg hat sich dann entsprechend ausgewirkt. Die Araber waren in der Überzahl, also die Juden hätten eigentlich überhaupt keine Chance gehabt, aber jetzt gibt es einen Freund der Juden. Die USA. Denn in den USA wohnen viel mehr Juden als in Israel. Vor allem viel mehr vermögendere Juden. Und die steuern die Geschicke von dort aus und erklären ihrem Präsidenten, möchtest du unterstützt werden von uns, dann unterstütze Israel. Ja, und dann wird Israel unterstützt, entsprechend mit Waffen und mit modernen Waffen. Daraufhin hat also Israel diesen ersten Krieg 1948 mit der Staatsgründung gleich einmal gewonnen. Und das Ergebnis war, dass die Karte dann nicht mehr so ausgesehen hat wie ursprünglich. Also die Palästinenser sagten, wir haben zu wenig, gab es Krieg und jetzt hatten sie noch weniger. Und die Juden hatten mehr, aber nur weil USA sie unterstützt hat. Sonst wäre das ganz anders ausgegangen. Und jetzt ist das, was gelb ist, jüdisch und so schaut es auch bis heute aus. Und hier das Grüne war ursprünglich auch ägyptische Verwaltung der Gazastreifen. Hier steht 1948 bis 1967 von Ägypten besetzt. Und das Westjordanland, das Land westlich vom Jordan. Und jetzt sieht man schon, das Gelbe hat sich entsprechend ausgedehnt, das jüdische Gebiet. Und das Grüne, das ist überhaupt verschwunden, hier ist es auch verschwunden, nur der Gazastreifen ist geblieben. Das ist übrigens die Gegend, wo die Philister früher wohnten. Und aus der Zeit vom König David kennen wir das, 1000 vor Christus. Einer dieser Philister, der war fast doppelt so groß wie ich und sicher 10-mal so stark. Und dann der David, der mehr so in unserer Größenordnung ist. Und David hat ihn besiegt. Also der kam aus dieser Gegend, diesem Gazastreif. Und natürlich waren die Araber, die hier wohnten, die Palästinenser, entsetzt, wie das ausgegangen ist. Und dann vergehen fast 20 Jahre bis zum Jahr 1967. Also die erste große Auseinandersetzung 1948 und dann 1967. Und dann bringen die Araber was zustande, da staune ich bis heute. Sie wurden sich einig, denn die sind untereinander auch alle zerstritten. Und von, schauen wir uns auf dieser Karte das wieder an, über Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, Irak, Syrien, Libanon, alle rundherum, haben sich vereint und haben klargemacht, wir werfen die Juden ins Meer. Wir halten alle zusammen und da das Land am Meer liegt, wenn wir von allen Seiten kommen, bleibt nur der Rückzug übers Meer und entweder ertrinken sie dort oder fahren mit dem Schiff fort oder was immer. Aber wir holen uns das ganze Land. Und das war also eine Situation, wo man gedacht hat, jetzt wird Israel ausgelöscht. Wenn sich alle umliegenden arabischen Staaten zusammentun und auf dieses kleine Fleckerl losgehen, ja, wie wird das ausgehen? Auch von der Anzahl der Soldaten, die aufbringen konnten. Und wieder waren es die USA, die entsprechend hier mit ihrer Waffentechnik unterstützt haben, also in Unmengen unterstützt haben.
Und dieser Krieg von 1967 hat dann dazu geführt, dass auch der Gazastreifen von Israel besetzt wurde und das Westjordanland. Sodass also, und das sieht man hier schöner, das gestreifte Rote, also rot gestreift, das wurde jetzt auch Staatsgebiet. Jetzt haben die Palästinenser gar nichts mehr. Und das ist natürlich wieder eine Brutstätte für Explosion. Denn ursprünglich war es ja gedacht, so ungefähr 50-50, halb-halb. Und jetzt ist 0 zu 100. Also das bedeutet was für die Zukunft. Und damit war zwar jetzt klar, wer der Mächtigere ist im Augenblick, aber Ruhe ist natürlich deswegen nicht. Diese Ereignisse führten dann dazu, 5 Jahre später, die Palästinenser haben sich mit dem nicht zufrieden gegeben und die Staaten rundherum auch nicht, dass sie da so eine Niederlage erlitten haben, gab es wieder einen Krieg, 1973, und der hat dazu geführt, dass sogar die ganze Sinai-Halbinsel von Israel erobert wurde gegenüber Ägypten. Und die Sinai-Halbinsel allein ist größer als das ganze Israel. Also sie haben ihre Staatsfläche mehr als verdoppelt. Das Prinzip ist immer das gleiche. Palästinenser sagen, wir sind nicht gut genug behandelt worden, jetzt kämpfen wir. Und nach jedem Kampf war Israel dicker. Und das Land der Palästinenser wurde immer kleiner, immer kleiner. Und dann kämpfen sie wieder und Israel wird wieder dicker. Und sie kämpfen wieder und Israel wird wieder dicker. So ist es immer gelaufen. Aber nur, weil USA entsprechend die Hand drauf hält. Wenn das nicht ist, wäre das alles ganz anders ausgegangen. Also USA und Israel, das ist eine intimste Ehe. Und das ist natürlich auch entscheidend für die jetzige Entwicklung. Und gleichzeitig ein Pulverfass für die jetzige Entwicklung. Dann gab es eine wilde Zeit auf der Sinai-Halbinsel. Es gelang dann den Ägyptern wieder Gebiete zurückzuerobern. Und aber auf das gehen wir jetzt nicht näher ein. Jedenfalls hat es letztlich dazu geführt, dass Israel bereit war, die ganze Sinai-Halbinsel wiederherzugeben an Ägypten unter einer Bedingung, dass die Ägypter sagen, nie mehr bis in Ewigkeit greifen wir Israel an. Das war gewissermaßen die Bedingung, der Friedensvertrag. Wir greifen nie mehr an, dafür kriegt sie es wieder zurück. Wenn man sich jetzt, und da schauen wir zu dieser Karte, dieses Westjordanland genauer betrachtet und diesen Gazastreifen. Und hier auf der nächsten Karte ist dieses Westjordanland noch groß herausgestrichen. So zeigt es sich, dass es hier 3 Zonen gibt. A, B, C. A, das ganz dunkle, Dunkelolive, palästinensisches Autonomiegebiet. Man merkt, diese Flächen halten sich sehr in Grenzen. Autonomie heißt, da haben sie Selbstverwaltung. Das ist also keine 10%. Dann gibt es die Zone B, palästinensische Zivilverwaltung, israelische Sicherheitskontrolle, also im Grunde auch Israeli kontrollieren. Das sind diese olivgrünen Flächen. Und das hellgelbe, Zone C, vollständig unter Israels Kontrolle. Und eigentlich kann man sagen, alles ist vollständig unter Israels Kontrolle. Denn auch die Zonen A wurden seit 2002 von Israel wieder besetzt. Also die Palästinenser haben im Grunde Besatzer. Das sind die Israelis. Als ich in Israel war, wollte ich nach Bethlehem. Wir hatten uns ein Leihauto gemietet und wie ich dahin fahre, sagte ich, da können Sie nicht mit dem Leihauto rüberfahren ins Westjordanland. Ja, wieso? Ich dachte, das ist alles ein Staat Israel. Ja,
denkste. Das geht höchstens mit dem Taxi. Na gut, dann sind wir mit einem Taxi rübergefahren und wir fuhren diese Route nach Bethlehem, dass wir ein bisschen was vom Land sehen. Da habe ich das erste Mal diese Mauer gesehen, die ist massiv. Und dann fahren wir wieder zurück, eine andere Strecke, und wie wir wieder raus wollen, sagt der Israeli dort, n-n. Du musst wieder dort hinausfahren, wo du hineingefahren bist. Du kannst nicht da reinfahren und woanders wieder rausfahren. Man fragt sich, warum nicht? Ja, weil sie die Besatzer sind und sie sagen das, sie haben das Sagen. Der Taxifahrer, der Palästinenser, ist fast die Palme hochgeklettert, aber ich habe ihn dann beruhigt, bevor der mit dem Maschinengewehr da anfängt zu schießen. Und dann sind wir halt wieder den Umweg zurückgefahren, an derselben Stelle wieder rein, wo wir rausgekommen sind. Und da habe ich also praktisch miterlebt, wie diese Demütigung für die Palästinenser ausschaut. Du darfst nicht einmal dort, also musst wieder an der gleichen Stelle rausfahren, wo du reingefahren bist. Und die Mauer, die war massiv. Und genauso massiv ist natürlich auch dieser Grenzzaun hier, denn warum ist überhaupt diese Mauer und das alles entstanden? Denn immer wieder kamen so Terroristen von den Palästinensern und haben unter ihrer Kleidung einen Sprengstoffgürtel gehabt, setzen sich in einen vollbesetzten Autobus und zünden das Ganze. Selber tot, aber 40 andere auch tot. Und dann kommt er direkt in den Himmel, wie der Islam ihm sagt, weil er hatte die bösen anderen umgebracht. Und die wurden als Helden gefeiert. Und um das zu unterbinden, dass da ständig irgendwelche sich selber in die Luft sprengen und immer dort, wo viele Leute sind. Also wenn du nach Israel gegangen bist und es waren irgendwo viele Leute, dann hast du schauen müssen, dass du wegkommst. Weil das war dann schon Gefahr. Und jetzt haben sie das eben komplett abgeriegelt, dass es nur mehr einige wenige Nadelöhre gibt, wo du eben durch kannst. Und dort wirst du untersucht, wie beim Flugzeug, wenn du einsteigen willst, ob du irgendwas an Waffen mit hast. Manche haben sich dann bei diesen Kontrollstellen in die Luft gesprengt. Aber dann starb meistens nur der, der kontrolliert hat, also 1:1 und nicht 1:50 oder 100. Oder wenn das ein vollbesetztes Restaurant ist und der sprengt sich dort in die Luft. Und damit hat man das irgendwie in den Griff gekriegt, aber eigentlich ist das ganze Gebiet, für die, was also scheinbar für die Palästinenser ist, ein Gefängnis. Ein offenes Gefängnis. Und der Brodelzimmer. Das ist wie so ein Kochtopf, wo es köchelt und du merkst, der Deckel, der vibriert so. Und irgendwann geht der in die Höhe. Das ist also immer nur eine Frage der Zeit. Immer wieder haben mich Leute gefragt, haben gesagt, fahren wir doch nach Israel, machen wir eine Gruppenreise dorthin. Und das wäre so schön. Ich habe mich nie getraut, weil das war mir immer zu heiß. Weil da ist irgendwo ein kleiner Funke und das Ganze geht schon wieder in die Luft. Und dann, wenn du dann dort bist, wenn da was ist mit einer ganzen Gruppe, was machst du dann? Was wir hier sehen auf dieser Karte, sind so rote Pünktchen im Westjordanland. Und da steht israelische Siedlungen in besetztem Gebiet. Auswahl. Also da gibt es noch mehr, das sind nur die bedeutenden. Was fällt uns da auf? Das wird also bunt besiedelt. Und zwar entstehen diese Siedlungen immer an den strategisch wichtigsten Stellen. Wenn man sich so an die Landkarte sich anschaut, merkt man, da ist eine Erhebung, wie früher eine Burg auf einem Berg oben. Da entsteht eine Siedlung. Und dort gibt es ein Wasserquellen. Die sind entscheidend für die ganze Bewässerung von dem Tal. Dort ist die Siedlung. Die sind dann, die haben die Kontrolle. Also das ist wirklich an den strategisch entscheidenden Punkten wird ständig werden neue Orte errichtet. Also es wird praktisch das Land mit jedem Jahr, das vergeht, immer mehr in israelischer Hand. Und das birgt natürlich Sprengstoff in sich, weil die Palästinenser fühlen sich eben entsprechend unterdrückt, wobei sie auch gewisse Vorteile haben, denn seitdem hier die Juden sind in dem Gebiet, geht es den Palästinensern wirtschaftlich wesentlich besser. Natürlich sind sie noch weit unter den Israelis, aber insgesamt profitieren sie mit. Also sie wären nicht dort wirtschaftlich, wo sie jetzt sind.
Aber sie schielen natürlich auf die Israeli, wie geht es denen? Dass es andere gibt, die noch weit drunter sind, sie sehen nur, wie es denen besser geht. Man schaut ja immer dorthin, wer ist reicher. Und die ganze Geschichte hat sich natürlich in der Hauptstadt selber ähnlich wie in Berlin abgespielt. Eine zweigeteilte Stadt, ein arabischer Osten und ein jüdischer Westen. Und das ist natürlich für eine Stadt auch nicht günstig. Und vor allem dann nicht günstig, wenn dann die Israeli zu dem Punkt kommen und sagen, Jerusalem ist jetzt unsere Hauptstadt. Weil vorher war es immer Tel Aviv hier an der Küste. Und jetzt ist es Jerusalem geworden. Und damit, das hätten ja die anderen auch gerne als Hauptstadt. Vorher war es geteilt und jetzt ist mehr oder weniger komplett inhaliert. Aber die Knesset, der Regierungssitz, ist natürlich im westlichen Bereich. Das hier ist der Kern, wo die türkische Mauer rundherum ist. Schaut also toll aus, wenn man da hinkommt, weil das ummauert ist wie eine mittelalterliche Stadt. Und da gibt es noch verschiedene Viertel im Zentrum. Ein jüdisches Viertel ist hier das Orange, dann ein muslimisches Viertel, das Gelbe, das Bläuliche, ein christliches Viertel und dieses Grünliche, ein armenisches, auch christlich. So ist das Zentrum. Und hier das Rote, und das ist der entscheidende Punkt, hier ist der Platz, wo der Tempel stand, und da ist jetzt eine Moschee. Und das macht die Sache natürlich auch wieder zu einem Pulverfass. Weil die Juden hätten gern wieder hier ihren Tempel. Warum hat jetzt Israel diese große Bedeutung in der ganzen Welt, wenn dort was passiert, dass das alle betrifft? Weil man, und das ist jetzt das Besondere dran, hier gewissermaßen künstlich einen Staat wieder geschaffen hat und das aber gleichzeitig religiös verquickt und sagt, das hat Gott so gesegnet, dass wir das wieder bekommen haben. Im Grunde war es Waffengewalt, USA-Technik und diese Dinge, aber nicht so sehr jetzt Gottes Fügung. Aber das wird verquickt und vermengt. Und damit kriegt das Ganze also einen politisch-religiösen Charakter. Und so etwas ist immer gefährlich, wenn es religiös verquickt ist. Dann wird das ein besonderes Pulverfass. So, und jetzt hat es ja mittlerweile, das war am 6. Oktober 2023, dieses Ereignis gegeben. Da ist das am schönsten zu sehen, dass hier bei diesem Gazastreifen, also diese Grenze ist ja abgesichert enorm, so wie eben hier auch zum Westjordanland hin. Das ist also so, wenn nur ein Lebewesen sich da nähert zu dem Zaun, dann piepst es schon drüben bei den Computern in Israel. Also wenn sich da ein Tier in der Nacht vorbeischleicht, dann merken die das schon und dann gibt es schon automatische Waffen und alles. Das ist also eine abgesicherte Grenze, sowas von abgesichert, wie es besser nicht mehr sein kann. Und dann gibt es noch den besten Geheimdienst der Welt, nämlich den israelischen. Und dann fragt man sich, aha, und die konnten da so den Zaun durchtrennen an so und so vielen Stellen. Zuerst hat es geheißen an 15 Stellen, dann hat es geheißen an 30 Stellen. Aber was dann noch viel verwunderlicher war, diese Hamas-Kämpfer, die da jetzt herüberkamen, waren stundenlang unbehelligt. Und solche, die man gefangen genommen hat, haben sich darüber am meisten gewundert. Sie haben gedacht, wenn wir mal durch sind, spätestens nach 5 Minuten sind wir unter Feuerbeschuss. Und das Ziel war eben, möglichst viele Geiseln zu nehmen, weil viele wichtige Hamas-Kämpfer eingesperrt sind. Und wenn man jetzt Juden als Geiseln nimmt, dann könnte man sagen, ihr gebt uns 100 und wir geben euch 100. Und dann tauschen wir die Gefangenen aus. Aber du musst einmal welche bekommen. Und die Frage, die sich dann viele gestellt haben, warum wurde, nachdem die da durchgedrungen sind,
5, 6 Stunden lang kein israelischer Soldat gesehen. Das ist einfach nicht vorstellbar bei einer solch abgesicherten Grenze. Und manche haben sich gefragt, warum hat man wenige Wochen vorher ein ganzes Bataillon von Soldaten hier abgezogen und ins Westjordanland versetzt. Gewissermaßen diese Gegend hier entblößt von Soldaten. Und das sind Fragen, die schwer zu beantworten sind, logisch. Sagt er, wenn das so eine wichtige Grenze ist, Soldaten werden abgezogen und dann kommen die da durch und man lässt die da durch und da entsteht irgendwie der Eindruck, als ob man das eine Weile zugelassen hätte, damit die da so richtig wüten können, um dann zu zeigen, naja, jetzt müssen wir aber denen zeigen, wer da der Chef ist in dieser Gegend. Also es wirkt fast so, wie wenn diese grauenhaften Bilder, die da gezeigt wurden, bewusst gewissermaßen wie ein Bauernopfer zugelassen wurden, um dann entsprechend zurückschlagen zu können. Und ein Begriff, der hat sich in mir festgesetzt. Man hat dann gesagt, das ist das Pearl Harbor für Israel. Ja, was heißt das? Jetzt gehen wir zurück in den Zweiten Weltkrieg zu dieser Karte hier. Das ist also der Zweite Weltkrieg in Ostasien und im Pazifik. Hier haben wir also die Gegend von China, Korea, hier ist Japan. Im Zweiten Weltkrieg hat also Japan hier ein Riesengebiet erobert. Das ist gigantisch. Alles, was hier blau ist, also das Dunkelblaue sind die japanischen Inseln, das ist die Größe Japans gewesen. Und die haben Korea und riesiges Gebiet von China, ganz hinter Indien, ganz Indonesien, Philippinen, haben das alles erobert. Also es ist gigantisch. Deutschland hat im Zweiten Weltkrieg viel erobert, aber Japan noch viel, viel mehr. Nur hören wir davon nicht so viel, weil uns betrifft natürlich das in Europa. Und als sie so hier weiter und weiter und weiter und weiter vorgedrungen sind, kamen sie natürlich in Konflikt, weil hier, ist auf der Karte nicht mehr drauf, befinden sich dann die USA. Und jetzt wird das ein Gegensatz. Und hier haben wir die Hawaii-Inseln und da heißt ein Hafen der Perlenhafen, übersetzt Pearl Harbor. Und da steht 7. Dezember 1941 japanischer Luftangriff. Und ohne Kriegserklärung kamen die Japaner und haben dort den Flottenstützpunkt in Schutt und Asche gelegt. Ein Aufschrei in den USA, die überfallen uns. Und die ganze Bevölkerung der USA sofort hinter dem Präsidenten, ja jetzt, nachdem das geschehen ist, jetzt gibt es natürlich Krieg. Was man dann hinterher erfahren hat, aber erst viel später, dass die USA sehr genau Bescheid gewusst hat, dass die Japaner kommen. Und haben dort ihre Schrottschiffe deponiert und halt so und so viele Leute, die haben sie geopfert. Und dann siehst du, wie die Schiffe explodieren und wie sie versenkt werden und. Und dann gehen die Bilder durch die Medien und ein Aufschrei in den USA, naja und jetzt? Und alle waren voll dafür, alle in den Krieg. Also man hat bewusst etwas, wo man gewusst hat, die kommen, zugelassen, nicht abgewehrt, damit man dann einen Grund hat, um zu sagen, siehst du, und deswegen müssen wir in den Krieg. Und jetzt wird das hier verglichen, das ist das Pearl Harbor von Israel, dann heißt das ja, wenn man das so übersetzt, die Israelis haben sehr wohl gewusst, dass die kommen. Ein Hamas-Kämpfer hat gesagt, 1 bis 2 Jahre wurde das geplant. Und wenn die Araber eins nicht können, ist dicht halten, schweigen. Die plappern immer groß schon. Wir werden und wir werden. Und das ist immer ihr Nachteil, dass sie viel zu früh zu schnell reden, also das Ei begackern, bevor es gelegt ist. Und dann kann man sich natürlich darauf einstellen. Also natürlich hat der israelische Geheimdienst gewusst, dass die kommen. Und natürlich haben sie gesehen, wie die den Zaun hier durchbrechen.
und haben nicht reagiert, stundenlang, und haben die wüten lassen. Simple Love, wie damals. Man lässt die wüten, um dann einen Grund zu haben, entsprechend drüber fahren zu können. Jetzt wäre das ja alles noch etwas, wo wir sagen, ja, ich bin ja weit weg und was rührt mich das? Sollen die sich dort unten gegenseitig die Köpfe einschlagen? Ich bin eh nicht dabei. Aber wir sind insofern dabei, weil die Welt im Begriff ist, sich in zwei große Blöcke aufzuteilen. Und ich bitte, dass wir das einblenden für unsere Zuseher im Internet. Die Staaten dieser Erde, wo wir also ungefähr 200 haben, und das ist ja ein bunter Fleckerlteppich, aber wenn man dann weitergeht auf die nächste Karte und dann die G7 betrachtet, also unter der Führung der USA plus Kanada, die vier in Europa, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Japan, das sind die G7, die stehen voll hinter Israel. So wie sie hinter der Ukraine stehen. Und das macht das Ganze jetzt spannend und explosiv und hochgefährlich. Denn wer steht auf der anderen Seite? Praktisch das gleiche Muster wie beim Ukraine-Krieg. Die andere Gruppierung, die BRICS-Staaten, also B steht für Brasilien, R für Russland, I für Indien, C für China, S für Südafrika. Das ist unsere nächste Karte, die wir da sehen im Internet. Jetzt haben wir einerseits die G7 und dann haben wir auf der anderen Seite die BRICS-Staaten. Und beide, die G7 wie die BRICS-Staaten, beginnen sich zu vermehren. Wenn wir also weiterschauen, die BRICS Plus, die haben sich ja vor kurzem um ganz interessante Staaten vermehrt, nämlich gerade arabische Staaten. Da kamen ja jetzt dazu ein Iran, Saudi-Arabien, Ägypten, Äthiopien. Also hier tut sich was. Und damit wird das Ganze jetzt etwas, was wir auch zu Beginn des Ersten Weltkrieges so erlebt haben. Da war ja das Problem, eigentlich war nur in Sarajevo ein Ehepaar erschossen worden, der österreichische Thronfolger. Zwei sind tot. Und am Ende gab es Millionen Tote. Weil Machtblöcke vorhanden waren in Europa. Zu Österreich-Ungarn hielt Deutschland, das Deutsche Reich, und zu Serbien hielten Russland, Frankreich, Großbritannien. Und den Serben wurde gesagt, wenn die euch angreifen, Österreich, Ungarn und Deutschland, wir sind da. Und dann haben die Serben gekämpft, weil sie gewusst haben, die helfen uns alle. Und das ist jetzt hier das Problem. Also in dem Moment, wo da jetzt dieser Krieg beginnt, wir sind ja schon im Krieg, sagen die Israeli, zwischen Israel und der Hamas, diesem militärischen Arm der Palästinenser, in dem Moment hast du sofort die ganzen Machtblöcke mit dabei. Und das hat die Dynamik für einen Dritten Weltkrieg. Das ist das Pulverfass. Weil die ja nicht nur Israeli gegen Hamas kämpfen, sondern da hast du hinten, wie im Ersten Weltkrieg, eine ganze Gruppe von Mächtigen nebenbei. Und das werden wir dann natürlich zu spüren bekommen, wie wir das beim Ukraine-Krieg zu spüren bekommen haben. So wie es uns jetzt wirtschaftlich geht, die Teuerung, die Inflation und das mit Gas und Öl und die ganzen Probleme, das ist ja alles nicht so ohne. Nur kleine Nebenbei-Bemerkung, wie sich Abhängigkeiten auswirken. Hier ist Armenien. Wir werden uns ein anderes Mal darüber intensiv unterhalten, nur um ein Beispiel zu geben. Und hier haben wir Aserbaidschan. Und das sind zwei Nachbarn. Eines christlich, andere muslimisch.
Und mittendrin in diesem muslimischen Gebiet von Aserbaidschan ist das Gebiet von Bergkarabach, da wohnen Armenier. Und das war so eine Insel im Aserbaidschan. Und das ist eigentlich alles recht gut gegangen bis zu dem Zeitpunkt, wo man der Meinung war von Aserbaidschan, wir holen uns dieses Bergkarabach mit Gewalt. Weil wir sind mehr und wir sind stärker. Und sie haben einen günstigen Zeitpunkt gewählt, das hier. Zuerst haben sie ein Dreivierteljahr lang dieses Gebiet da mittendrin komplett abgeriegelt, so wie jetzt die Israeli den Gazastreifen abriegeln. Also keiner kann raus, keiner kann rein, kein Treibstoff kommt rein und so weiter. Du bist also ausgehungert, wie es früher im Mittelalter eine Stadt umzingelt hast, bis die drinnen nichts mehr zum Essen haben. Und nach einem Dreivierteljahr haben sie zu denen gesagt, die Straße nach Armenien, ihr Armenier, die ihr da mittendrin wohnt, ist für eine Woche offen. Und in dieser einen Woche, nachdem die ein Dreivierteljahr ausgehungert worden sind, sind 120.000 Leute innerhalb einer Woche gegangen. Man hat ihnen nichts getan, man hat sie nur ausgehungert, dann gesagt, jetzt ist offen. Und weg waren sie. Und jetzt hat Aserbaidschan das ganze Gebiet einkassiert. Ist ja ein Unrecht. Und die EU hat sich die gerührt. Die NATO, USA, Kanada, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien. Still. Wieso das? Bei anderen Staaten so, boah, was die gemacht haben, das geht ja nicht. Und dann wird Sanktionen und. Da ist völlige Stille. Wieso das? Naja, weil Aserbaidschan Gas liefert nach Europa. Und darum haben die Aserbaidschaner gewusst, jetzt passt's. Wenn die was gegen uns tun wollen, dann sagen wir, so sollen wir zudrehen. Völlige Stille. Und so läuft das immer in der Weltgeschichte. Bei den einen heißt es, ja, wie können die nur? Und dann passiert ein gleiches Unrecht woanders. Ja, wo ist das Problem? Und dann merkt man, da gibt es im Hintergrund eine ganz andere Agenda. Und hier bei Israel ist die Agenda im Hintergrund gigantisch groß. Es gibt noch was Interessantes. Das müssen wir auch noch erwähnen. Im Jahre 1870 ist was Interessantes in der römischen Kirche passiert. Da hat der Papst verkündet, der damalige, wenn ein Papst, so ex cathedra, eine Lehrmeinung verkündet, so eine Enzyklika verfasst, so wie jetzt der jetzige Papst das schon zweimal gemacht hat, dann ist alles, was da drinnen steht, und dann muss man dreimal schlucken, wenn man das hört, unfehlbar. Also Irrtum ausgeschlossen. Also das ist ein Anspruch. Das hat ja vorher sich noch keiner getraut, sowas zu sagen. Ich bin unfehlbar, was ich niedergeschrieben habe. So wie ein Pilatus gesagt hat, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben und jetzt ist es so. Und das war 1870. Und kurz vorher, 10 Jahre vorher, wurde Italien geeinigt. Bis dorthin war Italien immer in der Mitte getrennt durch den Kirchenstaat. Und 1860 wurde dieser Kirchenstaat zusammengeschmolzen auf 48 Hektar. Und jetzt konnte man Italien einigen, weil der Gürtel in der Mitte beseitigt wurde. Das ist nur mehr ein kleiner Stadtteil von Rom. Und das haben gewisse Leute philosophisch im Denkvorgang eingefehlt. Und das war in Italien ein berühmter Freimaurer namens Mazzini. Der hat hier sehr viel geschrieben und dafür gesorgt, dass es zu dieser Einigung Italiens kam. Und der Papst hat ihm dann in Reaktion auf das Zusammenschmelzen des Kirchenstaates mit dem geantwortet, aber dafür sind wir unfehlbar. Das war so das Ventil, das dann da rausgekommen ist. Das ist der kleinste Staat der Welt, aber der wichtigste. Und diese Sache von diesem Mazzini ist jetzt insofern interessant,
der hat jetzt kommuniziert, war also ein hoher Freimaurer, mit einem ganz hohen Freimaurer in USA. Und da gibt es Briefe, Briefverkehr. Und der in USA, der heißt Albert Pike, Picke geschrieben. Und in Italien der Giuseppe Mazzini. Und die zwei hacken da alles Mögliche aus. Und die schreiben in diesen Briefen, das ist also 1870 und 1871, das ist schon über 150 Jahre her. Und wenn man das so liest, denkt man sich, das gibt es ja nicht. Die sagen, wir brauchen einen Ersten Weltkrieg. Und das ist aber 40 Jahre bevor der passiert. Schreiben die, wir brauchen das und wir müssen das Zarenreich, den Zar, vernichten, dass der Kommunismus in die Höhe kommt. Und dann brauchen wir einen Zweiten Weltkrieg, dass wir im Anschluss dann einen jüdischen Staat errichten können. Und das eine wie das andere ist genauso eingetroffen, dass viele gesagt haben, das wurde hinterher geschrieben, das gibt es ja sonst gar nicht. Wie können die das so detailliert in einem Brief da beschreiben? Und der war dann auch einsehbar in England, im British Library, für eine Weile, dann war er wieder weg. Und diese ganze Geschichte ist dann in einem Buch erschienen, und dort kann man das nachlesen, das gibt es bis heute im Englischen, ein gewisser Kanadier, ein gewisser Carr, C-A-R-R, hat das geschrieben, Satan, Prince of this World, Satan, der Prinz dieser Welt. Der ist aber vor Vollendung gestorben, 1959, und sein ältester Sohn hat dann 7 Jahre später, 1966, das Buch rausgegeben. Und dann konnte man das da lesen. Da waren diese Dinge drinnen. Und 30 Jahre später, 1996, kam eine Neuauflage von dem Buch, wieder unverändert gedruckt. Also 1966, 1996 konnte man das nachlesen, bis heute. Kann man im Internet das Buch lesen. Carr, Saturn, Prince of this World. Kannst du das ganze Buch lesen. Alle Seiten im Internet zugänglich. Und da gibt es jetzt eben diese zwei Dinge über den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Aber warum ich das erzähle? Dort steht auch noch, dass ein dritter Weltkrieg geplant ist. Und das ist jetzt interessant. Und da steht nämlich auch drinnen, wo der seinen Ursprung nehmen soll. Und da schreiben sie, der eine zum anderen, zuerst der Mazzini zum Pike und dann der Pike zum Mazzini. Und der Pike ist jetzt der, der diese Gedanken hat, aufgrund der Freimaurer-Vernetzung überall. Wir planen Folgendes. Dieser Krieg, der dritte Weltkrieg, muss so durchgeführt werden, auf die Art und Weise, dass der Islam und der politische Zionismus, also die Araber und Israel, sich gegenseitig in einem Krieg vernichten. Das klingt schon einmal sehr interessant angesichts der jetzigen explosiven Situation. Aber damit hört es noch nicht auf, weil jetzt haben wir nur Hamas mit den anderen Arabern und Israel mit. Und da geht es aufeinander. Und jetzt heißt es weiter, meanwhile the other nations. Also währenddessen kommen jetzt andere Nationen dazu. So ist der Plan. Denn die haben ihre Anhänger, Israel. Und die Araber haben ihre Anhänger. Und jetzt führen wir das so weiter, dass das jetzt ausgreift auf diese weiteren. In der Zwischenzeit werden dann die anderen Nationen aufgrund dieser Auseinandersetzungen sich entzweien, zwei Blöcke entstehen und da hält man dann die Luft an, und die werden gezwungen werden, so lang zu kämpfen bis zu dem Punkt der kompletten physischen Erschöpfung, moralischen Erschöpfung, geistigen und wirtschaftlichen Erschöpfung. Mit welchem Ziel? Alle liegen dann am Boden. Ja, und dann? Dann sind wir in der Lage, die Weltregierung zu etablieren. Das ist der Plan. Ein erster Weltkrieg, ein zweiter Weltkrieg und ein dritter. Und in diesem Plan, der da 1871 erläutert wird,
geht es genau um diese Auseinandersetzung zwischen Zionisten und Arabern und wie die das beschreiben. Wer da alles mit dabei ist, auf jeder Seite. Und die bekämpfen sich gegenseitig so lange, bis alles flach ist, alles platt gemacht ist. Und dann kommt der große Retter. Und das deckt sich jetzt wieder interessanterweise mit dem, was wir in der Bibel, in der Prophetie finden, in der Offenbarung. Dass sich am Ende alle wieder zusammenfinden, weil es ja einen Friedensstifter gibt und der sitzt in Rom, der dann alles wieder harmonisiert und den intronisiert, der dann der Boss ist über das Ganze. So ist es hier beschrieben. In Offenbarung 13, dass die zwei großen Mächte, USA und Papsttum, sich zusammentun. Und dann in Kapitel 17, dass sie einen einmütigen Sinn haben, lesen wir in Vers 13, ihre Macht und Herrschaft dem Tier übergeben. Tier ist wieder eine Symbolik für eine politische Macht. Und diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Lamm steht für Jesus. Und mit dem Lamm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Da ist dann der Fokus auf die, die auf der Seite des Lammes stehen. Die kommen dann in den Blickpunkt als die letzten Feinde, weil die nicht mitmachen mit dem Ganzen, was der Papst vorgegeben hat. Weil die sagen, wir folgen Jesus und nicht dem Papst. Und die Folge? Sie werden mit dem Lamm Krieg führen. Also die ganze Welt vereint sich am Ende gegen Jesus und seine Nachfolger. Und das Lamm wird sie besiegen. Denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und diese Gefahr der Explosion, dass diese Auseinandersetzung dort, die punktuelle, zu einer weltweiten Geschichte wird, weil zwei große Blöcke da dranhängen, ist also groß. Und wenn es passiert, dann ist das so eine Abnutzungsgeschichte wie jetzt beim Ukraine-Krieg. Das geht dann nichts mehr weiter. Eine Materialschlacht, geht dann nur darum, wer finanziert das Ganze. Weil so viel Geld hineinfließt, so viele Waffen kannst du wieder auf die andere Seite hinüber befördern, also schießen lassen. Und wenn das geschieht, am Ende der Papst, der das Ganze beruhigt, und dann kommen die, die auf der Seite Jesu stehen, in den Fokus des Angriffs, und dann ist Jesu Wiederkunft gekommen. Ob es so kommt, das werden die Ereignisse jetzt zeigen, aber eines ist klar, dieses Israel und die Araber, es ist ein gigantisches Pulverfass. Und da braucht es jetzt dann nicht viel, vor allem wenn zum Beispiel dann sowas passiert, so wie 2009, dass die Israeli hier einmarschieren und dann die Hisbollah vom Norden kommt und dann Iran entsprechend unterstützt und Katar entsprechend unterstützt und. Und dann geht es rund auf diesem Planeten. Und das führt natürlich dann zu einem wirtschaftlichen Niedergang für den ganzen Planeten, weil einfach die Machtblöcke zu groß und zu stark sind und keiner davon gewinnen kann, wie damals im Kalten Krieg, bis der Papst dann vermittelt. Was bedeutet das für uns, da wir den Ausgang von dem Ganzen schon kennen? Die ganze globale Welt wird mit dem Lamm Krieg führen, aber das Lamm wird sie besiegen. Es ist also günstig, auf der Seite des Lammes zu stehen. Auch wenn es vorher so ist, dass die ganze Welt gegen die Anhänger des Lammes zu Felde zieht, weil dann musst du auf der Seite des Papstes stehen, um deine Ruhe zu haben. Aber die ist nur kurz, die Ruhe. Dann kommt der, der der König des Universums ist, zurück und macht alles klar. Lass uns aufstehen zu einem Gebet. Danke, unser Herr und Meister, dass du in Kontrolle bist von all dem, was Menschen hier planen und was immer geschieht. Wir dürfen wissen, du hast uns lieb. Und wer an deiner Seite ist, muss sich nicht fürchten, denn du
hast schon, als du hier warst, gesagt, dass du wiederkommen wirst, um hier alles letztendlich zu einem guten Ende zu bringen. Und zwar für die, die dir vertrauen und auf deiner Seite stehen und nicht mit der Masse mitrennen. Du hast schon gesagt, es gibt einen breiten Weg und einen schmalen Weg. Und nur wenige sind es, die ihn finden. Die Masse wird untergehen, die dir vertrauen und dich lieb haben. Die werden am Ende die Sieger sein. Danke, dass du es, der König der Könige und der Herr der Herren, alles zu einem guten Ende bringen wirst. Darauf vertrauen wir und wissen, du wirst es auch tun. Hab Dank.